In einem vorherigen Video hatte ich schon gesagt, was sich alles bei GTA 6 tun wird. Guckt auf jeden Fall mal in den vorherigen Videos vorbei, um jetzt nicht zu verpassen. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, damit ihr natürlich hier alle News mitbekommt. Ich hatte euch gesagt, dass wir wohl eine sich ständig erweiternde und sich weiterentwickelnde Karte sehen werden. Darüber hinaus sehr realistische NPCs, eine Polizei, die sehr schlau ist und nicht so ganz so dumm reagiert, wie wir das bei GTA 5 kennen. Heute kommen wir aber zu den dynamischen Wetterbedingungen, da hatte ich auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also, um das Ganze zu verstehen, müssen wir zunächst einmal gucken, wie ist denn das Wetter aktuell? Und da gucken wir uns mal an, wie ist das Wetter bei GTA Online? Wenn wir uns GTA 5 und natürlich im Speziellen mal GTA Online angucken, dann werden wir sehen, dass wir natürlich hier auch schon verschiedene Wetterbedingungen haben. Wir haben einen zufälligen Zeitplan, der besteht aus 55 Wetteränderungen, die sich über 384 Stunden im Spiel erstrecken. Das sind 12,8 Stunden in der realen Welt. Und das Wetter ändert sich in diesem Zyklus, also in diesem Intervall 55 Mal oder besser gesagt 54 Mal. Denn der Zyklus beginnt und endet immer mit demselben Wettertypen. Zum Beispiel jetzt teilweise bewölkt oder sowas. Diese Wetterereignisse können zwischen 120 realen Sekunden und einer realen Stunde andauern. Eine Besonderheit ist noch, dass es im freien Modus nicht in der Nacht regnet, außer es sind spezielle Aufträge, wie zum Beispiel Human Raid, wo man so eine EMP abgeben muss, oder bei besonderen Ereignissen, wie zum Beispiel bei Halloween. Das Entscheidende dabei ist aber, dass das Wetter ja keinen Einfluss hat auf das Spiel. Das bedeutet, wenn es jetzt stark regnet oder gewittert, dann ist es nicht glatter auf den Straßen. Also es macht keinen Unterschied, außer dass es halt anders aussieht. Dennoch ist es natürlich cool, wenn sich das Wetter öfters mal ändert, wie es halt auch in der normalen Welt ist. Da hat man ja auch unterschiedliche Sachen. Und jetzt kommen wir zu GTA 6. Da wird es oder es soll dynamische Wetterbedingungen geben. Allerdings der große Unterschied ist, diese Wetterbedingungen, also diese Funktionen, verändern das Spiel. Es hat dann direkte Auswirkungen auf das Spiel, auf die Spielumgebung, auf den Spieler. Man könnte zum Beispiel Hurricanes oder Tornados haben, die dann natürlich erhebliche Konsequenzen haben für den Spieler. Das bedeutet, Autos fliegen umher oder du hast irgendwie ein Gewitter, du kannst vom Blitz getroffen werden. Gibt's übrigens bei Sea of Thieves ganz coole Sachen, da kannst du auch vom Blitz getroffen werden. Oder wenn es halt stürmisch ist, dann kriegt natürlich dein Schiff da auch etwas mehr Schaden. Und genauso könnte man das hier auch machen. Da stelle ich mir nur eine Frage und da könnt ihr mir ja gerne mal helfen, wie man das denn dann macht. Also, gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt bei GTA 6 in der Story. Wir haben unterschiedliche Wetterbedingungen. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Tornado, der wütet über Vice City. So, dann wird dann alles durcheinander gewirbelt. Es sind überall Straßenschäden. Autos fliegen durch die Gegend, sind kaputt und so weiter. Ja, aber was passiert denn dann? Also, es geht ja immer weiter im Spiel. Wie entwickelt sich denn dann die Stadt weiter? Denn irgendwann muss es ja wieder normal sein, es muss ja irgendwie wieder repariert werden, die Sachen müssen ja wieder alle auf normal zurückgesetzt werden. Ist das dann so, wenn du halt irgendwie einen bestimmten Bereich wieder verlässt, dass sich das dann irgendwie wieder ändert oder so? Ich habe keine Ahnung. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, das war einfach mal so eine kleine, oder beziehungsweise ein kleiner Ausflug in die Wetterwelt von GTA Online und von GTA 6. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.